Nee, ich bin schon auf der Bühne. Ja, im Theater. Ja, hier schreit eine hysterisch. Ja. Lesben in der ersten Reihe. Ja. Ja, ich bin bei Ladies Night. Tja, die denken, der Stripper kommt gleich. Ja. Und jetzt kommen die Frauen. Ja. Ich bin aber drunter nackt. Ja. Ja, ja, da hier ist Kabarett-Comedy. Ja, habe ich gesagt, kann ich. Ja. Nee, Kabarett-Comedy-Mutter, da bist du so witzig. Wie, ich bin nicht witzig. Mutter, du hast gesagt, ich bin witzig. Wie, das war ein Witz. Nee, die gehen hier alle ab. Die sind hormonell hier übersteuert. Ja. Nee, ich habe mich extra schick gemacht. Ja. Ich bin die Schönste hier von allen. Ich bin das Sexsymbol, das Fantasie fördert. Ja. Ja, ich habe den Rock an. Mit der neuen Bluse. Ja. Nee, das sieht man nicht, Mutter. Nee, das kannst du nicht sehen. Wie Vater sagt, das sieht Spack. Nein! Nein! Da ist doch Stretch drin! Stretch! Mutter! Nicht Stress! Stretch! Das sind Millionen kleine Gummibändchen, die sich um deinen Körper schmiegen! Stretch geht ein Leben lang mit. Da kannst du sogar drin beerdigt werden. Da zieht sich alles zusammen. Das ist eine reine Quantenphysik. Das wird so klein, da ist kein Abstand. Da kommt keine Elektrone mehr dazwischen. Ja. Nee, das sieht super aus, Stretch, ne? Der geht richtig mit. Ja, das ist schön. Ja. Ja, Männer sind auch da. Ja, warte mal. Bleib dran, nicht reden. Nicht reden, Mutter. Das brummt. Wart. Nein, ich musste dich mal kurz weglegen. Ja. Nee, ich hab dich nur mal eben festgehalten. Ja. Ja. Nee, ich wollte mal gucken, wer die Männer sind. Och, ein Single haben wir auch da. Guck mal an. Die stehen in jeder Altersstufe auf mich, Mutter, hier. Das ist ja, ja, alle. Wie heißen Sie? Ja, Adresse, hallo? Aber Sie sind in der Beziehung, ne? Ist das Ihre Beziehung nicht, dass ich von der Bitch da gleich einen reinkriege? Weil die ihren Mann nicht abgeben will. Bitch, das ist überhaupt kein schlimmes Wort. Bitch, habe ich heute Morgen zu mir gesagt. Stand ich so nackt vorm Spiegel und dachte, boah, Hildegard, du bist eine geile Bitch, jo. Ja. Was? Nee, ich muss hier voll auf Zeit machen hier. Ja, wie heißen Sie denn nun? Antoine. Jetzt sind Sie vorsichtig, merkt man direkt, ne? Wenn eine Frau... Ja, Mutter, ich habe den Antoine hier. Franzose? Ja? Parlez-vous français? Oui, moi aussi. Ah oui. Pimmelmann. Was heißt das auf Französisch? Ich habe keine Ahnung. Sie haben, oh, Sie geben mir echt Ihre Karte. Oh, mon adresse. Oh. Oh. Mutter, ich konnte nicht sprechen. Nee, hier stürmen mir die Männer auf die Bühne und geben die Adressen. Ich bin froh, dass er mir den Schlüpper nicht gebracht hat. Ja. Nee, das ist ja was los. Hier ist eine Riesenstimmung hier. Aber dahinter sitzt auch noch einer. Sie, ne? Wie heißen Sie denn?
Felix. Ah, oui, oui, wo kommen Sie denn her, Cherie? Ha? Aus Mehrheim. Ja, da sind Sie, Cherie, an der richtigen Stelle. Klinik? Psycho? Hm? Ah. Ah. Wie alt sind Sie? Oh, ich liebe es, wenn Männer älter sind als ich. Oh. Was? Warte mal. Nein, das sind die Bitchen, die hier schreien, Mutter. Ich unterhalte mich hier mit so einem Felix und die kreischen alle dazwischen. Ja, das ist, wenn Frauen auch ran wollen. Ha? Ja, der geht doch nicht ungebumst hier raus. Ja, tut mir leid, aber dafür ist es hier zu heiß. Also, nee. So, Mutter, ich muss raus. Ja. Ja. Jetzt habe ich das ganze Ding verplaudert hier mit dir. Ich komme nachher nochmal wieder. Nein, nicht nach Haus. Ich muss hier nochmal arbeiten. Jo. Tschüss, ich leg auf. Mua. Tschüss. 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 Menno, tschüss. Oh.